Mit Flächeneffekt. Kann mal gucken, ob man da vielleicht gleich was machen kann oder so. Das wäre ja super. Flüssigfeuer. Wobei, das klingt auf einer Seite toll, auf der anderen Seite sehr blöd. Weil wenn das tatsächlich ein Flächeneffekt ist, kann es auch gut sein, dass es uns trifft. Richtig. Stahlrute bräuchte ich noch dafür eine. Der Rest habe ich. Beziehungsweise fast alles habe ich. Mir fehlt die eigentliche Waffe, mit der ich es baue. Ich könnte die Flüssigfeuer fort... Flieflaflupsi, ich kann's machen. Probier's doch, wenn du willst. Ja, mach ich's doch. Und zwar nehme ich dazu... Gibt's hier Snacks oder so? Aufladen würde ich mich gerne. Morgenstern, ich wähle dich. Wow. Oh, sieht lustig aus. Guck mal. Huch, Alter, was ist das denn? Das ist doch kein Flüssigfeuer. Was ist denn das? Dann leuchte ich im Dunkeln. Du hast den Fall... Siehst du das bei dir überhaupt richtig? Na, da kommen so zwei blaue Flammen raus. Du hast einen Stab, auf dem ein Totenschädel steckt und aus seinen Augen kommen die Flammen. Ja, und auf der Rückseite des Stabes ist so eine kleine Mini-Flasche. Und da kommen wahrscheinlich die Flammen raus. Warum hast du einen Totenkopf da oben drauf? Weiß ich nicht, den habe ich mir aus einer Klammer zusammengebastelt oder so. Keine Ahnung. Die sind ja erfinderisch hier, also das passt schon. Naja, was soll's. Achso, haben wir die Werkzeuge jetzt eigentlich? Ja, haben wir. Ich hab sie eingesammelt. Alles klar. Sie gehören ganz allein mir. Mir, mir. Große Materie. Ich werde sie niemals herausgeben. So. Das macht wirklich hell. Das ist echt praktisch. Ja. Solange du mich damit nicht anfackelst und das scheint... Warte, dreh dich mal zu... Achso, nee, ist egal. Oh, ja, oh, und ich kann Zombies in Brand setzen. Das ist schön. Aber du wirst selber davon verletzt. So klang das zumindest. Richtig. Das ist ein gefährliches Brandgut. Ja, sollte man halt mit Vorsicht genießen, das Ding, ne? Ja. Ich glaube, gegen Schläger oder so, wenn man da eben halt schnell mal zuschlägt und dann wieder einen Schritt zurück macht, dann ist es, glaube ich, ganz praktisch. Denke ich auch. Was zur Hölle war das denn? Bist du tot? Ja. Oh, oh, guck mal, ich konnte dir helfen. Hahaha. Mit welcher Taste ist das denn? Mit B? X. Ach, mit X. Das wird bei mir nicht eingeblendet. Au. Ich bin tot, 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 ich bin tot. Bitteschön. Wow. Oh, ja, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Irgendwo im Wasser. Also. Ja, ich helf dir. So. Oh, scheiße, da steht jemand unter der Brücke. Das bringt total. Da steht noch einer neben dir. Jawohl. Toll. Nein, ich kann nicht richtig springen hier. Ich dotze mir den Kopf an. Ruckel, 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 ruckel. Okay, hinter dir. Ruckelt das bei dir also auch so? Ja, es kam gerade zu einer Ruckelorgie, aber ich habe sie jetzt überstanden. So. Dann können wir ja jetzt. Metallschrott liegt hier rum. Oh, schön. Oh, super. Dann brauchen wir ja sowieso für ein Teamquest. Damit hätten wir das auch, glaube ich, schon. Draht, Draht. Snacks, 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 Snacks. Snacks. Nee, nee, nee. Ich will auch Snacks haben. Hier liegen noch welche. Ja, aber wenn du sie nimmst, dann habe ich sie doch nicht mehr. Ah, nee, doch. Ja. Ich habe ja noch nicht alle genommen. Ach so. Om nom nom. Oh, da steht jemand um. Hallo, ich hänge in einem Blumentopf. Da steht ein Zombie auf dem Flur. Tot durch Blumentopf. Ja, ja, ein Zombie auf dem Flur. Der hat einen Hut an. Jetzt nicht mehr. Ey, warte mal. Da habe ich doch gerade was gesehen. Da ist ja was unter der Blücke. Ach, hier ist übrigens auch noch eine Werkbank. Du hast was gesehen? Ich will da unter die Brücke. Was hast du denn gesehen? Irgendwas blinkt da. Kann man was aufheben? Aber ich komme nicht unter die... Ah, doch, jetzt. Metallschrott. Das ist Metallschrott, ja, wunderbar. Und da ist auch noch eine Kiste bei der Werkbank, die ich aufmachen kann. Geschwind, geschwind, wie der Wind, rast er zur Kiste und es ist Deko. Verdammt! Deko? Ja, es ist keine richtige Kiste, sondern nur eine Deko von der Werkbank. Stimmt. Reparieren, upgraden, modifizieren. Na gut, okay, dann so hier. Markus Villa und so. Auf, auf. Ich habe einen Boss gefunden. Einen Boss? Ein Boss. Direkt unter dir. Spring drauf. Das geht nicht, ne? Nee, geht nicht. Nee, bei Bossen kann man das nicht machen. Alter, das ist ja
Also auf dünnen, kleinen Wegen ist das ein Todesurteil. Von vorne brauchst du da gar nicht hin. Ich wollte jetzt ungern runterspringen. Ich würde sagen, den lassen wir mal da stehen, wo er steht. Hey, Hering! Ein echter Fan. Ja. Plupp, oh. Plupp. Ja, so gehst du mit deinen Fans um. Plupp. Messer in den Kopf. Oh, plupp. Aber ich kann, warte mal, ich kann auf ihn draufspringen. Echt? Ja. Wenn das, also das Symbol ist da, aber ich, jetzt geht's, hä? Nee, ist bestimmt nur das X-Symbol für die Klammern, oder? Oder die Nägel, kann es sein? Nee, das ist ein Sprungsymbol, aber er macht's nicht. Oh, hinter uns. Fall da runter, du Sau. Hä? Hä? Was ist das denn? Ich hab hier irgendwie einen Zombie ohne Textur. Zombie ohne Textur. Naja, wie gesagt, Version 1.4, was muss man da patchen? Jo. Das nervt, ich sehe das Symbol, aber ich darf nicht auf ihn draufspringen. Mann. Ich glaube, jetzt habe ich ganz viel reingefeuert, jetzt will ich doch da runter. Ja, warte, dann kann ich, ist egal. Dein Warte kam zu spät. Au, au, mein Au. Irgendwie machst du das besser als ich. So, jetzt dich heilen. Los. Warum funktioniert das nicht? Weil ich schon weg war. Wo bist du? Ich bin beim Boss noch. Hallo. Alter. Ich sammle mal keine Nägel ein. Wir sind absolute Experten in diesem Spiel. Naja. Wir sind wirklich großartig. Wir sollten uns einfach nicht so lange hier in dieser Stadt aufhalten, weil das ist einfach... vielleicht, ich gehe ja einfach, ich hoffe zumindest mal, dass das irgendwann durch irgendeine Mission getriggert wird, dass hier, weiß nicht, dass so ein Bosskill muss oder sonst irgendwas, dass die Zombies dann nicht mehr kommen. Aber momentan ist die Stadt ja völlig unbrauchbar. Na gut, dann rennen wir ein bisschen, würde ich sagen. Jo, ich bin dabei. Rennen halt der roten Flagge wieder entgegen ans andere Ende der Stadt und dann, ja. Und sonst dann geben wir das Priester mal erzählen, was zur Hölle das da hier sollte. Dann geben wir das Werkzeug ab und dann ist gut. Nein. Ich bleibe an dem Sonnenschirm hängen. Wir sind schon wieder hier, du weißt, wo das ist, ne? Ja, ja. Lauf! Da hinten ist was Großes, Fettes, Dickes, ich will dich nicht. Nein, ich auch nicht. Aber wie kann man einfach drunter durchgehen? Hahaha. Huhuhu. So. Trick 17. Sehr geschickt. Schön. Und jetzt ist auch wieder eine gepunktete Linie hier und warum sollen wir jetzt hier hin? Hier ist das Tor offen. Warum? Hi. Ach stimmt, wir sollten ja Jackson das Gedöns geben. Oh, Michael Klauen. Jackson. Klaue, ey, gib mir die Klaue. Warum wirft er die denn auf den Boden? Ist mein Inventar voll. Wahrscheinlich, weil du zu viele Items hast, ja. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Schmeiß doch mal diesen Scheiß hier weg. So, jetzt gib mir meine tolle Klaue. Und ich mach mal das Loch zu, bevor hier noch jemand... Ne? Geht das überhaupt? Ja. Ist okay. Zu. Okay. So, cool. Jede Menge neue Leute. Das ist ja super. Ein Lager. Na endlich. Gibt's hier irgendwas? Nö. Ein leeres Lager. Na toll. Ihr habt ja gar nichts. 122 Dollar im Korb. Aber verdammt. Ich vermute mal, dass wir jetzt noch mehr Teamquests bekommen. Das kann unter Umständen sehr gut sein. Das sind keine Teamquests, sondern zumindest normale Quests. Ich find's ja toll, dass die gerade echt nichts Besseres mitten in einer Zombie-Stadt zu tun haben, als Wäsche zu waschen. Ja, man muss doch sauber abtreten können. Also, falls es so weit kommt. Im Clint Eastwood-Film vielleicht, aber doch nicht hier. Markus Villa, du bist ja toll. Sag mal, muss der irgendwie dringend mal irgendwo hin? Julian, wieso sieht er so... sieht so aus. Ja. Was soll's? Passiert im Besten. In der Zombie-Apokalypse, ne? Jo. Ja, die Dixies sind belegt. Da unten liegt übrigens noch was. Oh. Grausame was? Schaufel. Grausame Schaufel. Ja. Nicht? Japanese bunkers and tunnels from World War II scattered across the island. Some of them should be accessible. One of the tunnels will lead you to a highway that directly connects. Ich finde es sehr unhöflich, dass er sich einmal im Kreis dreht, während ich mit dem rede. In the jungle near the village. Oh, Vorhänge hier. Oh, toll.
That explains some things. I live to serve the people of Halai, but I prefer to live near the natives. Ich fühle mich ein bisschen missachtet. Wir haben echt die dreckigen Wände lieber anguckt als mich. Treffen mit Einheimischen. Sprich mit den im Haus des Missionars wohnenden Eingeborenen. Okay. Oh, oh. Man könnte diesen Menschen hier vielleicht mal erklären, dass wenn die ganze Zeit Funken aus seiner kaputten Lampe da oben raussprühen, dass er den Schalter einfach umlegen könnte, dann geht da auch kein Strom mehr hin und dann funkt's auch nicht. Das wäre zu schlau. Ja, vielleicht wohnt er gerne so im Feuer. Hier sind jede Menge Ausrufezeichen. Ja. Dr. Jane Hansen. Finde heraus, ob Dr. Jane dir helfen kann. Sein Rücken bringt ihn um. Vielleicht ist der Rücken zombifiziert. Ach nee, er möchte schon Schmerztabletten. Und neben ihm steht ein Ärzte. Schön. Ich habe große Schmerzen. Kannst du mir Schmerztabletten geben? Ja. Oh gut, ich habe Schmerzen. Oh, die sagt mir hier, sie kann Medikits herstellen, wenn wir ihr hier so Sachen machen. Also Sachen suchen. Das ist ja super. Ich glaube, bei ihm kannst du immer wieder Schmerztabletten abgeben. Habe ich gerade gemacht, habe 5000 Erfahrungen bekommen. Okay. Die Klinik ist in Halai. Wir sollen in irgendeine Krankenstation. Na toll. Oh, das klingt super. Kann ich dir auch Schmerztabletten geben? Ja, kann ich. Na cool. Schmerztabletten. Schmerztabletten. Boah, da bekomme ich jede Menge Erfahrungspunkte für. Oh ja. Meine Fresse. So. Hilf Maggie und ihren Freunden. Ist das nicht Rolf und seine Freunde? Die haben doch damals immer so tolle Kassetten aufgenommen. Aber ich habe nichts mehr von ihnen gehört. Na, dann sind sie wohl tot. Wäre naheliegend, oder? Kannst du bitte nach ihnen suchen? Nein, ja, vielleicht. Oh, es gibt ein Tanto dafür. Richtig schönes Messer. Und zwar violett. Möchtest du deine Freunde dann in Einzelteilen wieder haben, oder? Ja, wie es halt kommt. Ja, ja, Baumhaus-Dschungel ist schon okay. So eine Reisetasche oder so. Vorbeibringen. Handle mit Amanda. Allgemeine... Achso, hier kann man kaufen und verkaufen. Gut, das ist schön. Kann ich eigentlich mal Sachen verkaufen. So, was will ich denn? Ich will... das hier nicht. Das hier nicht. Das hier nicht. Das hier nicht. Keine Ahnung. Weg damit. Wir behalten damit. Gefährlicher Nagelhammer, den kann ich auch mal verscheibeln. Die Schaufel? Wieso habe ich die Schaufel denn jetzt im Inventar? Als benutzen? Was ist das für ein Unsinn? Weiß ich nicht. Die strafenden Klauen sind voll schwach, kann das sein? Ja, ich nehme sie halt nur, weil es halt für mich sinnvoll ist, weil ich sau wenig, wie sagt man? Sau wenig Ausdauer verbrauche. Ah. Deswegen packe ich die jetzt mal... Oh Gott, wo packe ich die denn hin? Ich packe meinen Koffer. Und nehme mit... Klauen. Klauen. Ja. Wie man halt "Ich packe meinen Koffer" spielt, ne? Ja. Ging im Kindergarten auch immer so bei mir. Ich glaube, da hättest du dann nicht mehr lange Freude an deinem Zuhause gehabt. Die hat nicht einkassiert. So, jetzt passt. Und jetzt die Schaufel verkaufe? Oder, nee, ach komm, die behalte ich noch. Und das Ding verkaufe ich dann auch. Was ist mit dir hier? Hey. Ich brauche Medizin. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ja, das ist toll. Das schreit ja gerade nach Überrennen vom Dorf. Suche in der Stadt nach Antibiotika. Und sie gibt mir einen schweren Schraubenschlüssel. Na toll. In der Stadt nach Antibiotika? Hatten wir nicht schon Antibiotika mal gefunden? Geh zur Todeszone, neue Quest, Gegengift. Ich krieg Black schon wieder dahin.
Tagebuch. John Morgans Tagebuch. Ach so, hast du bei dem hier beim Priester in der kleinen Bude unterm Bett geschaut? Da liegt noch ein so ein Buch. Was war das nochmal? Geständnis? Nee. Ja, nee, das habe ich gefunden. Ah, okay. So, jetzt wendet Werkbank echt was Feines. Haben wir jetzt alle Ausrufezeichen hier in der Stadt aktiviert? Ich sehe mal keine mehr auf dem Radar. Ah, hier ist eine Werkbank mit Bauplan, Betäubungsschlag. Wo?